In Hart haben sich in der Nacht auf Samstag Skinheads und Mitglieder eines Motorradclubs eine Massenschlägerei geliefert. Nun ist es bekannt, dass die Beteiligten bei dieser Schlägerei auch in Verbindung stehen zu dem Vorfall im Februar 2009, bei der Massenschlägerei, die auch tödlich endete. Wie sehen da die neuesten Erkenntnisse aus? Konnten alle Beteiligten bisher ausgemacht werden? Nun, es wurde zumindest der Großteil der Beteiligten ausgemacht und deren Identität festgestellt, ein Teil auch bereits einvernommen. Es handelt sich hier um einen schwelenden Konflikt zwischen diesen Parteien. Ausschlaggebend oder zumindest die erste Ursache war die Attacke im Februar des vergangenen Jahres, bei der ein Skinhead zu Tode gekommen ist. Seither gibt es immer wieder Anfeindungen, Scharmützel zwischen diesen beiden Gruppen. Und obwohl wir versuchen, dem entgegenzuwirken, indem wir auf beide Gruppierungen einwirken, mit ihnen regelmäßig Kontakt halten, ihnen auch vor Augen führen, was das für Auswirkungen hat, wenn sie solche Attacken setzen, lassen sie sich offensichtlich nicht davon abhalten. Welche Akzente werden ansonsten noch gesetzt in Sachen Präventionsarbeit? Wir haben die Kollegen auf den Dienststellen über diesen Konflikt informiert und sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie bei entsprechenden Ansammlungen von Parteien sehr sensibel agieren, vor Ort sind, sich die Sache anschauen. Wir werden auch weiterhin auf die Herrschaften einwirken. Und natürlich wird es eine entsprechende Anzeige bei der Staatsanwaltschaft geben. Kann es denn sein, dass die rechte Szene davor etwas außer Acht gelassen wurde? Das denke ich nicht. Wir sind ja ständig dabei, die rechte Szene im Auge zu behalten. Und man darf hier auch nicht nur der rechten Szene die Schuld geben. Das heißt, es braucht immer zwei Parteien, damit es zu solchen Geschichten kommt.